Ströme und Spannungen am Bipolartransistor. Wir schauen uns eigentlich das an, was ich jetzt gerade vorher schon bei der Einführung gesagt habe, aber nochmal ein bisschen genauer. Wir haben bisher nur Sachen mit zwei Anschlüssen angeschaut, jetzt haben wir eben was mit drei Anschlüssen. Und jetzt haben wir nämlich dieses Bild hier, in dem wir diese vier wesentlichen Größen, wenn ich einen Transistor irgendwann in der Schaltung betreibe, uns näher anschauen. Also wir haben hier den Transistor, dann haben wir den Steuerstrom, IBE, also der Strom, der bei der Basis reinkommt und bei Mitte wieder rauskommt, und den Laststrom, ICE, also der Strom, der bei C reinkommt, beim Kollektor und bei E, beim Emitter, wieder hinauskommt. Also das ist eine durchaus übliche Nomenklatur, dass man bei einem Strom irgendwie I und dann als Index irgendwie die Punkte, wo er rein und raus fließt, aus einem Bauteil angibt. Manchmal auch nur IB und IC, weil man eh weiß, dass bei einem Transistor alles bei der Mitte wieder rauskommt. Dann will man halt nur unterscheiden, das, was bei der Basis reingeflossen ist und das, was beim Kollektor hineingeflossen ist. Und dann natürlich die Spannungsabfälle entlang dieser Strecken. Also wir haben den Spannungsabfall an der Basis-Emitter-Strecke und wir haben den Spannungsabfall an der Kollektor-Emitter-Strecke. Wie wird sich jetzt der Strom IBE zur Spannung UBE verhalten? Nicht immer du. Nach der Diodenwertung. Genau, nach der Diodenwertung. Das ist eine Basis-Emitter-Diode, die wir vorher schon gehabt haben. Das heißt, wir haben genau dieses Kennlinienbild, das wir schon kennen, von einer Diode, dass es irgendwo einen Punkt gibt, eine Flussspannung, ab der fängt an, Strom zu fließen. Und wenn man versucht, eine größere Spannung da irgendwie anzulegen, dann fließt sehr schnell auch sehr viel Strom, der in diesem Fall sehr schnell das Bauteil zerstört. Das heißt, das ist immer eine Sache, wenn ich mit Transistorenschaltungen baue, dass ich mir überlegen muss, wie begrenze ich sinnvoll den Strom, der in die Basis hineinfließt. Und wenn ich Transistorschaltungen habe, die irgendwie sehr schnell sich in Rauch auflösen, dann liegt das oft daran, dass ich irgendwo was habe, dass ich halt dann mehr Strom in diese Basis hineinschicke, als das Bauteil verträgt. Und das, was ist die einfachste Möglichkeit, diesen Strom zu begrenzen, der in die Basis hineinfließt? Ein Serienwiderstand. Genau das, was wir gehabt haben in der Schaltung vorher. Wenn ich irgendwie weiß, in diese Basis darf jetzt irgendwie, weiß ich nicht, maximal 10 mA hineinfließen und wir wissen, dass wir diese Schaltung mit, dass in der Schaltung maximal Spannungen von 10 Volt vorkommen. Welchen Widerstand würde ich dann praktischerweise nehmen? 10 mA, 10 Volt. 1 Kilo Ohm. Genau. Und damit bin ich auf der sicheren Seite. Da kann dann nie mehr als 10 mA in diese Basis hineinfließen. Bisschen blöd ist natürlich, wenn ich irgendwie sage, okay, meine Schaltung, da habe ich halt irgendwie 25 Volt Versorgungsspannungen und ich weiß aber, dass die Spannungen hier aus irgendwelchen Gründen sich nur in einem sehr kleinen Rahmen bewegen, da würde ich vielleicht mit der Annahme 25 Volt einen viel zu großen Widerstand nehmen und dann sollte ich mir schon sicher sein, ob alle Annahmen, die ich getroffen habe, darüber, wie die Spannung an der Basis in Mitterstrecke ist, dass die auch schon stimmen und dass ich da nicht irgendwie einen Fall übersehen habe, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt oder einen Beschaltungszustand, in dem sich das dann anders verhält und dann habe ich dann einen zu großen Strom. Wir werden solche Schaltungen noch sehen. Basis-Emitter-Widerstand macht man nie. Es gibt eine Art der Gegenkopplung über einen Basis-Kollektor-Widerstand. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war einfach, dass ich mir überlegen muss, welche Spannungen habe ich denn da tatsächlich. Und diese Überlegungen müssen eben auch stimmen, weil wenn dann die Schaltung irgendwann mal einen Zustand einnimmt, in dem dann da doch 10 Volt annehmen und ich bin aber immer davon ausgegangen, dass da irgendwie zwischen 0,5 und 0,7 Volt relativ zum Emitter sind, dann
wird es halt diesen Transistor nicht lang geben. Und wie das so ist mit elektronischen Bauteilen, die werden in der Regel nicht kaputt, indem sie sich in Rauch auflösen und einfach überhaupt nicht mehr funktionieren, sondern meistens gibt es dann so einen Übergangsbereich, in dem sie beleidigt sind, ihre Bauteilparameter ändern und man braucht Stunden, bis man herausgefunden hat, dass man diesen einen Transistor zerstört hat und der verhält sich einfach nicht mehr so, wie man das von einem anständigen Transistor erwartet. Gut, also eigentlich nichts Neues für die Basis-Emitter-Strecke. Das ist eine Diode und das Neue ist, dass eben bei diesem Bauteil ein dritter Anschluss dazukommt und wir eben jetzt nicht nur diese Basis-Emitter-Strecke haben, sondern auch eine Kollektor-Emitter-Strecke. Und je nachdem, welche Aspekte ich mir jetzt anschaue bei diesem Bauteil, kann ich einfachere oder komplexere Modelle finden, die ich jetzt dann noch auf diesen Kollektor-Emitter-Strom komme, die wir uns dann in ein paar folgenden Kursabenden ein bisschen so schrittweise erarbeiten werden. Für jetzt reicht uns zu sagen, oder eigentlich ist es schon ein bisschen zu viel sogar, es geht über das hinaus, was wir heute brauchen, dass es da einen festen Faktor gibt zwischen dem Basis-Emitter-Strom und dem Kollektor-Emitter-Strom. Und den nennt man oft B, das ist der Gleichstrom-Verstärkungsfaktor. Und wenn der eben 100 ist, dann heißt das 1 mA bei der Basis rein, heißt 100 mA beim Kollektor rein. Also der Kollektor-Emitter-Strom ist dann einfach 100 mal so groß wie der Basis-Emitter-Strom. Wenn man die Datenblätter liest von Transistoren, dann findet man oft dieses B, manchmal auch unter anderen Buchstaben. Oft findet man dann zum Beispiel noch ein Beta, das ist dann der Wechselstromverstärkung. Und wenn man dann ein bisschen weiter liest bei den Tabellen und so, dann sieht man, das ist alles abhängig von den Frequenzen, die man sich anschaut. Und hohe Frequenzen werden in der Regel nicht so gut verstärkt wie niedrige Frequenzen. Also das wird dann alles beliebig kompliziert. Für uns reicht es jetzt mal als erstes Modell, da gibt es einen festen Faktor. Ich suche mal einen Transistor mit zum Beispiel Verstärkungsfaktor 100 und dann habe ich einfach am Kollektor einen 100 mal so großen Strom wie den an der Basis. Gut. Kommt da noch was? So. Ja? Nein, eben nicht. Aber das ist eben das, was ich gemeint habe mit als erstes Modell. Für uns reicht das als erste Näherung. Aber man müsste sich dann diese Kennlinienfelder ein bisschen näher anschauen, die man das nächste Mal an sich anschauen. Und da kann man dann zumindest bei den Gleichstrommodi mal feststellen, welches Verhalten ich wann habe. Dann ist immer noch die Frage, was ist, wenn ich 1 mA hier hineinschicke in die Basis und ich habe am Kollektor gar nichts angeschlossen. Dann kann ich ja am Kollektor nicht einen 100 mal so großen Strom haben wie an der Basis. Und wenn man da ein bisschen tiefer hineintaucht, kommt man dann drauf, dass die Kollektor-Emitter-Strecke und die Basis-Emitter-Strecke eigentlich eine gemeinsame Diode bilden, die aber so eine Art festen Stromteiler haben. Aber natürlich, wenn ich beim Stromteiler die eine Seite gar nicht mit Strom versorge, dann fällt halt quasi alles auf die andere Seite. Das heißt, wenn ich die Basis-Emitter-Strecke so vorspanne, dass durch die Basis, also in die Basis hinein, 1 mA fließt, wenn am Kollektor beliebiger Strom rein kann. Dann habe ich quasi 1 mA hier und 100 mA in den Kollektor hinein. Und wenn ich dann hier am Kollektor einfach die Leitung kappe, ohne die Vorspannung an der Basis-Emitter-Strecke zu ändern, dann habe ich an der Basis-Emitter-Strecke auf einmal nicht mehr ein 1 mA, sondern im idealisierten Modell 100 und 1 mA. Also was diese Diodenkennlinie hier eigentlich beschreibt, ist nicht den Basisstrom, sondern den Emitterstrom, also den gemeinsamen, und der teilt sich dann halt so auf, dass im günstigsten Fall nur ein Hundertstel davon von der Basis bezogen wird und der ganze Rest vom Kollektor kommt, solange halt am Kollektor irgendwie Strom zur Verfügung steht. Also es wird alles ein bisschen komplizierter, wenn man ein bisschen näher hineintaucht. Es ist ungefähr linear, weit genug, dass also die Transistoren, die ich jetzt hier in den Versuchsaufbauten verwende, sind die BC547. Und da ist dann immer hinten noch ein Buchstabe. Es gibt BC547A, BC547B und BC547C. Und der Buchstabe gibt einfach die Stromverstärkung an.
Und das heißt jetzt nicht genau, dass ein A immer exakt 100 hat, weil das eben sehr stark schwankt, aber ein A hat halt so um die 100 und ich glaube ein C hat um die 1000 und ein B um die 500 oder hat ein C um die, ich weiß es nicht, aber so das etwa ist das Spektrum und die werden einfach durchgemessen und dann kriegen wir noch so ein A und B und C hinten aufs Ort gedrückt. Also es ist sozusagen linear genug, dass man das als grobes erstes Unterscheidungsmerkmal hernimmt und was für eine Art von Transistor handelt es sich eigentlich. Aber natürlich in den Details muss man sich dann immer alles Mögliche anschauen. Wie verhält es sich bei ganz kleinen Strömen, wie verhält es sich bei ganz großen Strömen und wie verhält es sich bei hohen Frequenzen. Das sind mal so die ersten Unterscheidungen, die man eigentlich treffen muss, um das weiter zu differenzieren. Ja? Naja, aber der kann ja schon, also lastabhängig kann der sich ja verändern. Wenn ich eine Glühbirne zum Beispiel habe, dann und schalte dann ein, dann wird sehr kurz ein sehr großer Strom fließen. Und wenn dann der Glühdraht heiß wird, steigt der Widerstand und dann fließt weniger Strom und da ändert sich schon der Kollektorstrom, obwohl ich im Grunde den Transistor als Schalter verwende, um einmal einzuschalten. Aber weil es halt die Last ihre Eigenschaften ändert. Und wenn wir aber jetzt sagen, wir haben einen Transistor zum Beispiel mit Stromverstärkung 100, wenn wir das als Beispiel lassen. Ja. Dann heißt das, dass auch der Niederstrom irgendwie weniger wird. Was ja eigentlich dann nicht. Das hängt halt davon ab. Wenn ich eine Stromverstärkung von 100 zum Beispiel habe und sag mal, wenn die Batterie neu ist, dann schicke ich in die Basis 20 mA rein. Wenn die Batterie kurz am Sterben ist, schicke ich in die Basis nur noch 10 mA rein. Dann habe ich auf der Kollektor-Emitter-Strecke im einen Fall bis zu 2 Ampere und dann, wenn die Batterie leer ist, bis zu 1 Ampere. Und wenn ich damit irgendeinen Verbraucher schalte, der halt natürlich wechselnd, aber zwischen 100 und 300 mA braucht, dann wird er das nicht mitkriegen, dass diese Batterie stirbt, die Basis ein- und ausschaltet. Aber natürlich, wenn ich dort hart an der Grenze bin, wenn ich im batteriegeladenen Zustand mit 1 mA in der Basis reingehe, im batterieleeren Zustand, aber nur noch mit 100 Mikroampere in die Basis hineingehe und ich aber 100 mA Laststrom habe, dann werde ich sehen, dass der Laststrom so sukzessive zusammenbricht, während die Batterie stirbt, die meine Basis ansteuert. Und darüber muss ich mich halt kümmern, wenn ich Schaltungen baue. Wir werden dann in zwei Blöcken, glaube ich, werden wir uns einen Darlington-Transistor anschauen. Das ist eine Möglichkeit, wie ich zwei Transistoren so miteinander verschalten kann, dass sich ihre Verstärkung quadriert, damit ich dann eben diese Probleme nicht habe. Weil wenn ich dann quasi einen Gesamttransistor habe, der sich so verhält wie ein Transistor mit einem Verstärkungsfaktor von 10.000, dann ist das mir wurscht, ob ich statt 1 mA Steuerstrom noch 10 Mikroampere und nur noch 100 Mikroampere Steuerstrom habe. Ich komme immer auf mein 1 Ampere Laststrom. Aber das sind natürlich Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man diese Schaltung entwirft. Das hat man aber auch mit anderen Arten von Schaltern. Also wenn ich ein Relais zum Beispiel einsetze, dann brauche ich ja auch einen gewissen Strom, damit ich diese Spule magnetisch so weit, also elektrisch so weit anrege, dass das Magnetfeld groß genug ist, um den Schalter zu betätigen. Und wenn dann meine Batterie stirbt, die diese Spule füttert, dann kann es sein, dass das Relais nicht mehr gescheit schaltet. Und dann verhält sich es auch nicht mehr so wie ein idealer Schalter. Ja? Du meinst an der Kollektor-Emitter-Strecke? Ja, genau. Also wenn ich, und das hängt jetzt davon ab, wenn ich den als Schalter verwende, dann ist natürlich entweder der Kollektor-Emitter-Widerstand unendlich groß, weil dieser Schalter gerade offen ist, dann fällt halt die Spannung ab, die auch immer da anliegt. Solange es nicht durchbricht, oder das ist ja 50 Volt, wo ich jetzt mal
geschätzt hätte. Wenn der Transistor voll durchgeschalten ist, dann würde quasi nach dem idealen Modell, über das wir bisher geredet haben, da überhaupt keine Spannung abfallen. Dann hätte man da einen Spannungsabfall von null. Aber das klingt schon eher unphysikalisch. Also wenn man irgendwo sagt, das ist ein Bauteil und da fällt gar keine Spannung ab, und der kann von beliebig großem Strom durchflossen werden, dann wissen wir schon, das ist eine Vereinfachung. In der Praxis habe ich meinen Bipolartransistor hier bis zu 0, also ich kann runtergehen auf bis zu 0,2 Volt. Aber ich werde diesen Spannungsabfall nicht unter die 0,2 Volt bringen. Das ist einfach eine Eigenschaft von dieser Art von Transistoren. Wenn ich solche Dinge mache, dann gibt es zum Beispiel Feldeffekt-Transistoren, die funktionieren ein bisschen anders. Dort kann ich den Spannungsabfall nicht unbedingt beliebig klein machen, aber deutlich unter diese Grenze bringen. Aber hier haben wir dann quasi 0,2 Volt. Und wenn ich jetzt mehrere von diesen Transistoren übereinander schichten würde, dann würde sich eben dieser 0,2 Volt entsprechend aufaddieren zu einem entsprechend höheren Spannungsabfall. Und das findet man auch manchmal, wenn man was debuggt, eine Schaltung, und irgendwie versucht herauszufinden, warum es nicht geht, und dann misst man irgendwie Spannungen. Da gibt es so ein paar typische Spannungen, wo man dann schon weiß, aha, das muss so oder sowas sein. Also wenn man irgendwo was misst im Bereich 0,6 bis 0,7 Volt, dann weiß man, da habe ich irgendwo genau so einen Diodenspannungsabfall, und dann sucht man halt entweder eine Basisemitterstrecke, die da schuld sein kann, oder eine Diode, die da schuld sein kann. Und wenn man irgendwo diesen 0,2 Volt Spannungsabfall hat, dann ist das zum Beispiel sowas, das könnte die Kollektor-Emitterstrecke sein von einer voll durchgeschalteten Bipolartransistor. Das wäre dann dieser typische Wert. Na, der hängt davon ab, wie ich sonst beschalte. Also, wenn ich... das hat damit gar nichts zu tun. So. Schon falsch. Also diese Sicherung soll ein Widerstand sein. Leider kann man so schwer löschen am Flipchart. Gut. Und dann also wir haben jetzt hier eine Spannungsquelle, eine Stromquelle. Mit der Stromquelle speisen wir die Basis von dem Transistor. Und sagen wir, wir schicken da 1 mA, ist das gut? So, da schicken wir jetzt 1 Milliampere in diese Basis hinein, und sagen wir, der hat irgendwie ein B von 100, dann haben wir hier 100 Milliampere. Jetzt kommt die Preisfrage, von welchem Bauteil ist abhängig, wie viel Spannung hier an der Kollektor-Emitter-Strecke abfällt. Nein, vom Widerstand. Ihr habt beide recht. Die Spannung, die hier abfällt, ist abhängig von diesem Widerstand und dieser Spannungsquelle. Denn wir haben hier 100 mA. 100 mA mal diesem R ist die Spannung, die an diesem Widerstand hier abfällt. Diese Spannung U, nennen wir sie U0, Versorgungsspannung U0. U0 minus R mal 100 mA, das ist die Spannung, die hier abfällt. Unabhängig davon, was dieser Transistor macht. Alle anderen Bauteile hier definieren mir, was hier passieren muss. Wenn ich weiß, dass da 100 mA fließen, wenn ich weiß, dass dieser Gesamtspannungsabfall zum Beispiel, weiß ich nicht, 10 Volt ist und mein R ist rechnen. 100 mA ist 0,1. Mein R ist 10 Ohm zum Beispiel, dann wird an dem 1 Volt abfallen,
Und wenn das eben, was haben Sie gesagt, 5 Volt, 10 Volt? Also wenn das 10 Volt sind, fallen dann hier 9 Volt ab an der Kollektor in der Strecke. Der Widerstand wäre theoretisch 0 und die ganze restliche Spannung dann dort abfällt. Genau. Bei etwas halt umgekehrt, da haben wir dann die Last meistens nicht überall vom Ding, sondern da hätten wir dann hier oben den Transistor drinnen und wir würden dann quasi unsere Last gegen Masse schalten. Da haben wir jetzt die Last gegen Plus geschalten, aber im Wesentlichen genau das ist es. Die Frage war aber, wie sich die Transistorspannung zum Transistorstrom verhält. Du hast jetzt einen konstanten Strom da angenommen. Ja, gut. Wir können es aber, dass, wenn diese Milliampere, wenn das hier sich verändert. Ja, wir könnten statt U0 auch eine Stromquelle nehmen, aber eine Variable. Das ist blöd, dann haben wir nämlich einen Verstärker mit unendlicher Verstärkung. Und wir treiben das an die Grenzen von dem Modell, was wir verwenden. Weil wenn dann der Transistor sagt, durch meinen Kollektor fließen, weiß ich nicht, 100 mA und nicht mehr, und diese Stromquelle sagt, durch diesen Kollektor fließt aber 1 Ampere, dann haben wir genau dieses Ding wieder, dass dieses vereinfachte Modell zu einem Widerspruch führt. Wir können nicht mehr wissen, ob dieser Strom jetzt 100 mA, 1 Ampere oder was auch immer ist. Und das lässt sich so nicht mehr lösen. Also man verwendet das tatsächlich. Also das hier ist nichts anderes als eine Stromquelle. Wir haben quasi, wir kommen dann später noch dazu, wenn man mit Transistoren Stromquellen baut. Aber im Grunde ist das hier ein kleiner Vorgriff. Wenn wir da einen Transistor haben, wir wissen, die Stromverstärkung ist 100. In der Basis haben wir 1 mA, dann wissen wir, dass es eine 100 mA Stromsenke. Und wenn ich das gegen eine andere Stromquelle treiben lasse, dann haben wir im Grunde genau das Gleiche, was wir schon bei den Stromquellen diskutiert haben. Stromquellen in Serie, das ist keine gute Idee, das führt nicht zu sinnvollen Ergebnissen. Genauso wie Spannungsquellen parallel nicht zu sinnvollen Ergebnissen führen. Ich wollte den Strom von 0 bis 100 mA variieren und nicht darüber hinaus. Ja, aber wenn das eine Stromquelle ist, die sagt 1 Ampere, ist es wurscht. Was immer bevor. Ja, aber eine Stromquelle liefert exakt 1 Ampere, nicht mehr und nicht weniger. Nein, eine variable Stromquelle liefert 0 bis 100 mA. Ja, aber das ist eine Stromquelle. Und eine Stromquelle liefert einen Nennstrom, zum Beispiel 1 Ampere. Na, oder 50 mA? Nein. Es gibt ja auch Stromquellen, die 50 mA. Ja, aber dann liefert sie 50 mA. Dann liefert sie eben immer 50 mA. Aber das ist die Definition von einer Stromquelle. Wenn ich eine 1 Ampere Stromquelle habe, dann kann ich nicht manchmal 50 mA und manchmal 100 mA nehmen und der Stromquelle sagen, behalte doch den Rest. So funktionieren Stromquellen nicht, sondern die Stromquelle sagt, hier 1 Ampere. Wenn du nur 50 mA willst, dann habe ich offenbar noch zu wenig Spannung. Dann gehe ich halt auf 10 Volt, auf 100 Volt, auf 1 Kilovolt, auf 1 Megavolt, was halt theoretisch notwendig ist, damit dann endlich dieses 1 Ampere fließt. Ja. Okay. Ja, das genau. Die Frage war, Transistor ist quasi ein regelbarer Widerstand. Der Name Transistor sagt genau das, dass das ein steuerbarer Widerstand sein soll. Es ist halt nicht ganz ein steuerbarer Widerstand, weil wir halt nicht das Verhältnis zu Strom, zu Spannung auf der Kollektor-Emitterstrecke steuern, sondern wir steuern den Strom auf der Kollektor-Emitterstrecke und die Spannung, das macht dann halt der Transistor, dass die so ist, dass das passt mit der Schaltung drumherum. Das ist eine Eigenschaft von den Bipolartransistoren. Wenn wir zum Beispiel Feldeffekt-Transistoren nehmen, die verhalten sich noch viel eher wie ein steuerbarer Widerstand. Da kann ich wirklich sagen, da habe ich eine Steuerspannung bei einem Feldeffekt-Transistor und dann habe ich daraus resultierend einen großen und einen kleinen Widerstandswert. Hier kann ich quasi nicht sagen, diese Steuerspannung oder dieser Steuerstrom macht dann, dass die Kollektor-Emitterstrecke sich so verhält wie ein 100 Ohm Widerstand. Das kriege ich nicht hin, aber ich kann eben diesen Strom hier steuern, indem ich diesen Strom hier steuere. Steuerbarer Widerstand. Genau. Und der Bipolartransistor ist eine.
wenn man so möchte, steuerbare Stromquelle oder eigentlich steuerbare Stromsenke. Aber die Größe, die ich im Wesentlichen steuere, ist der Kollektor-Emitterstrom. Die Größe, über den ich das steuere, ist der Basis-Emitterstrom. Also ich verwende einen Steuerstrom, um einen Laststrom zu steuern. Beim Feldeffekt-Transistor, wie wir noch sehen werden, habe ich eine Steuerspannung und mit der regle ich einen Widerstand. Aber es ist halt, ich habe eine Größe, die gebe ich vor und damit regle ich dann eine andere Größe und im Fall von Bipolartransistoren sind halt beide Ströme. Der Strom, der in die Basis hineinfließt, den ich bestimme, der gibt dann dem Transistor vor, wie groß der Strom sein soll, der in den Kollektor hineinfließt. Und dazwischen gibt es eben diesen Verstärkungsfaktor B, der aber sehr stark bauteilabhängig ist. Und das ist auch ein großes Problem, wenn ich Schaltungen designe. Ich kann zweimal das exakt gleiche Modell von Transistor einplanen. Ich darf mich nicht darauf verlassen, dass die dann exakt das gleiche B haben, sondern das kann auch locker um den Faktor 2 oder noch mehr schwanken. Und da gibt es sogar eigene Bauteile, die zwei Transistoren sind in einem Gehäuse, nur mit dem Extra-Feature, dass die halt ein gleich großes B haben. Manchmal braucht man halt sowas. Können Sie ein bisschen mit der Lautstärke runtergehen? Danke. So, schauen, wie lange das hält. Gut, noch Fragen? Zu diesem Block haben wir ein Experiment, eine Übung und noch ein Experiment. Die möchte ich besprechen, ich möchte sie aber jetzt nicht machen. Das heißt, das eignet sich dann gut zum Beispiel für die Experimentiergruppe, dass man diese Experimente durchführt. Und ich helfe da auch gerne. Also wenn ihr dann bei der Experimentiergruppe zu mir kommt und sagt, wir wollen jetzt die Verstärkungsfaktoren von unterschiedlichen Transistoren messen, dann setzen wir uns hin und machen das. Also das ist das erste Experiment, dass wir Ströme und Spannungen messen an Transistoren und das aufschreiben, dann macht man so eine Tabelle und dann können wir sagen, okay, welcher Verstärkungsfaktor ergibt sich daraus, etc. Diesen Verstärkungsfaktor, dann kann man auch messen mit einem Multimeter, und zwar mit einem billigeren Multimeter, interessanterweise. Ich habe das nicht bei allen Iterationen im Ostsee- und Messtechnik-Workshop gesagt. Ich habe da jedes Mal andere Dinge vergessen. manche Multimeter haben hier so eine Möglichkeit, Transistoren zu testen. Und interessanterweise bieten das billigere Multimeter eher an. Und je teurer die Multimeter werden, desto weniger haben die dieses Feature. Weil das nämlich, in der Praxis braucht man das jetzt nicht so oft, dass man die Stromverstärkung von Transistoren misst. Eben weil die auch sehr stark frequenzabhängig ist und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich, wenn man das genau charakterisieren möchte, alles viel komplizierter als einfach nur ein Zahlenwert. Aber es ist eine einfache Schaltung, um diese Messung durchzuführen. Das heißt, wenn ich ein billiges Multimeter machen möchte und dann will ich irgendwie ein weiteres Ding draufschreiben auf die Verpackung, was mein tolles Produkt kann, dann baue ich da noch ein, dass man Transistoren messen kann. Und da gibt es dann hier HFE, also HFE ist eine andere übliche Bezeichnung für dieses B. Und dann stecke ich hier meinen Transistor hinein, der ist dann beschrieben für NPN und PNP. Und dann sehe ich hier auf dem Display die entsprechenden Verstärkungsfaktoren. Eine gute Möglichkeit, um festzustellen, ob der Transistor noch funktioniert oder kaputt ist. Ja, das hängt davon ab, wen man fragt. Das ist sicherlich besser als gar nichts, um festzustellen, ob der Transistor noch in Ordnung ist oder nicht. Aber es ist jetzt auch keine Garantie, dass er noch funktioniert, nur weil irgendwie das 20-Euro-Multimeter sagt, das hat ein B von 100. Eine reicht nicht, um zu sagen, ja, also gerade das Problem ist, bei diesen Halbleiterbauteilen, wenn man die aufmacht, das ist natürlich das Vergossen. Man kann die leider in der Regel nicht gut zerstörungssicher aufmachen, gerade mit dem Plastikgehäuse. Wir haben ein Bauteil, das hat im Endeffekt so einen großen Transistor in einem Metallgehäuse. Wenn ihr wollt, bei der nächsten Experimentiergruppe kann man das mal aufsägen, das sieht man dann ein bisschen mehr. Dann kann man das auch als Solarzelle verwenden, das was da drinnen ist. So, EC547, was war die Frage? Ob das gut geeignet ist und das. Ah ja, genau. Da habe ich drinnen mein kleines Halbleiterplättchen, im Grunde halt ein Silizium-Monokristall, wo dann irgendwie eine Oxidschicht drüber ist und so. Und dann diese kleinen Bonding-Drähte, die dorthin führen.
Und wenn diese Dinge kaputt werden, dann ist oft der Fall, dass nicht das Halbleiterplättchen selber kaputt wird, sondern was mit diesen Bonding-Drähtchen passiert oder den Punkten, wo die entweder kalt verschweißt sind oder geklebt mit dem Halbleiterplättchen. Und dann hat man eben so Dinge wie zum Beispiel temperaturabhängige Wackelkontakte und solche Sachen. Und das kann man natürlich nicht rausfinden, indem man das in nur so ein Messgerät hineingibt, weil dann habe ich es halt bei Raumtemperatur oder der Temperatur, die es halt gehabt hat bei der Messung. Und wenn ich das aber dann in meiner Verstärkerschaltung betreibe, dann kann es locker sein, dass dieser Transistor 50, 60 Grad heiß wird oder noch mehr und dann sich auf einmal anders verhält, weil ich halt irgendwann mal diesen Bonding-Draht oder diese Anschlussstelle beleidigt habe. Also kaputte Bauteile ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Besser ist, man wirft ihm alles gleich weg und nimmt neue Bauteile und dann geht's. So, 547. Ja, genau. Ist ein NPN, Collector Basis Emitter, so gehört das rein. So. Aha. Dann kann man hier, machen wir mal ein Kamerabild. Ja, bitte. Ich finde es gerade nicht, wo ich hinzeige. So. So rum ist oben. So. Also der sagt jetzt 340 ist der Verstärkungsfaktor von diesem Transistor. Dann kannst du mal auf die Stelle gehen, wo er drinnen steckt. Ja, das ist. Aber du kannst die Kamera mal so drehen, dass oben und unten bei dir stimmt, dann ist das. Und da ist dann eben beschriftet, wo man einen NPN und wo man einen PNP-Transistor hineinsteckt und dann führen die entsprechende Seite halt Kollektor, Basis und Emitter. Und jetzt ist es nicht scharf. Wenn man diesem Rädchen dreht, stellt er scharf. So. Und dann sehen wir in dem Fall, gibt es den Emitter zweimal. Das ist einfach, weil es unterschiedliche Pinouts gibt von dem Package. Und wenn man jetzt alle Variationen nimmt, von auf die drei Slots oder auf die drei Slots und dann noch umdrehen, dann kann man irgendwie jeden Transistor irgendwie reinstecken, und so dass er dann richtig herumdrehen muss. Ja, also das ist dieser Modus für das Messen der Verstärkung. Wenn wir da oben nochmal drauf schauen, sehen wir, es ist irgendwie ein anderer Wert jetzt. Und keine Ahnung, ob das daran liegt, dass der Transistor gerade ein bisschen warm wird oder weil hier dieses Batteriesymbol schon aufleuchtet von meinem Messgerät. Gut, danke. So. Ja, das Batteriesymbol verschwindet und dann kommt das wieder raus. Gut, also das ist eine Möglichkeit, diesen Verstärkungsfaktor zu messen. Wir können also sagen, wir haben das Experiment gerade gemacht, wir haben erfolgreich den Verstärkungsfaktor gemessen. Aber die Idee ist natürlich, dass man da eine eigene Schaltung aufbaut und dann ein bisschen Spannungen und Ströme misst und nicht unbedingt das fertige Feature verwendet von einem Multimeter. Gut. Und die zweite Übung ist im Grunde genau das Gleiche, nur dass man es jetzt nicht am echten Gerät messen, sondern dass man es im Schaltungssimulator nachstellen. Auch was sich eignet für die Experimentiergruppe oder wenn man mal alleine ein bisschen basteln möchte, dann kann man es immer machen. So, und das zweite Experiment hier. Verwenden Sie einen Aufbau ähnlich dem Experiment zu Block 30. Das war also dieses mit dem Kondensator die LED lange leuchten lassen über die Stromverstärkung vom Transistor. Verwenden Sie einen Aufbau ähnlich dem in Block 30, um mit einem Oszilloskop die Verstärkung des Transistors über einen weiten Bereich von Werten für Basisströme in einem einzelnen Versuch zu messen. Ich weiß, es ist ein bisschen so ein Satz. Hat jemand eine Idee, wie dieser Versuchsaufbau ausschauen könnte, mit dem man das machen kann, dass man quasi einmal wo auf einen Knopf drückt und dann sieht man die Stromverstärkung von dem Transistor für kleine Ströme bis große Ströme. Wie ist die Spannung, die ja auf dem R2 auffällt, und wie ist die Spannung am Anfang? Das gibt es einen Generator. Genau. Was könnte ich machen, wenn ich keinen Sägezahngenerator habe? Speicherauszüge. Naja, das allein nutzt man noch nichts. Wo kriege ich meinen Stimulus? Genau, den Kondensator. Das war die Idee. Ich nehme quasi einen Kondensator und verwende den Kondensator dann quasi, um die Eingangsspannung zu erzeugen.
Und weil der Kondensator sich relativ schnell dann entlädt, gehe ich quasi alle möglichen Zustände, alle möglichen Spannungsstrombereiche, die der Transistor so hat, schnell durch. Das heißt, ich gehe am Oszill in diesen Single-Shot-Modus, schließe einmal meinen Kondensator an, dann habe ich dann mein eigenes und dann kann ich mir nachher eventuell unter Zuhilfenahme dieser Nachfunktionen, wo man dann auch Spannungen addieren und subtrahieren kann, das nehme ich dann, um so ein Bild zu erzeugen. Aber der Trick ist quasi Single-Shot-Modus am Oszill, damit ich aus diesem einmaligen Ereignis ein Bild bekomme und einen Kondensator, weil wenn der sich entlädt, habe ich eben einen großen Spannungsbereich. Und wenn ich dann einen entsprechenden Vorwiderstand zum Beispiel verwende für die Basis, dann wird aus diesem Spannungsbereich ein entsprechender Strombereich. Ein Transistor ist ja nichts anderes als ein Widerstand ist nichts anderes als ein unglaublich sophisticated Device zum Spannungsstromwandeln. Dann hätte ich das. Also auch das wäre was man in der Experimentiergruppe machen könnte. Wenn das jemand gerne machen möchte in der Experimentiergruppe, aber sich irgendwie nicht sicher fühlt oder einfach so eine Frage dazu hat, dann einfach zu mir, dafür ist diese Experimentiergruppe da. Es ist, also es stört nicht unbedingt, dass die Kurve nicht linear ist, sondern exponentielle Näherung. Solange mich keine Werte interessieren, die halt besonders nahe an dem Zielwert dieser exponentiellen Entladekurve ist. Weil dort wird es dann halt sehr flach. Und dann ist es einfach zeitlich quasi verzerrt. Aber wenn ich wenn wir uns so eine Kondensator-Ladekurve anschauen, das ist länger her, jetzt kommt sie gleich, jeden Augenblick, da. Also, für die Endladekurve, das ist eine Ladekurve, muss man sich nur entsprechend umgedreht vorstellen. Und in dem Bereich ist das eh im Wesentlichen eine sehr gerade Linie, die ich gut verwenden kann. Aber natürlich, wenn ich die Unterschiede zwischen hier und hier sehen möchte, dann brauche ich hier schon eine sehr große zeitliche Auflösung. Da ändert sich das nur noch sehr langsam, da ist das dann vielleicht nicht mehr so brauchbar. Aber wenn wir den Kondensator gegen Ground schalten und gegen Ground entladen, dann haben wir sowieso diesen 0,6 Volt Puffer an der Basis-Emitterstrecke, wo wir wissen, da wird sich nichts tun, da leitet diese Diode nicht. Und quasi bis dorthin, sagen wir, das ist ungefähr da, da ist es zwar ein bisschen gekrümmt, aber ich habe am Ostsee halt das als eine Kurve und kann dann dort ablesen, wie groß war diese Kondensatorspannung und dann eben diese anderen Dinge, die ich brauche, daraus errechnen. So, jetzt muss ich wieder alles zurückscrollen. Nein, suchen. Das ist immer jetzt viel zu echt. Ich fällt ab und an fast beim Notebook. Ja, damit FN irgendwo und so. Gut. Noch Fragen? Ah, das ist ein Messgerät, mit dem man die zeitlichen Verläufe von Spannungen sich anschauen kann. Und da haben wir eben jetzt gerade im Rahmen des Kurses einen eigenen Workshop gehabt zu einem Oszilloskop und wie man das dient. Aber in den Filmen, wenn irgendwo der wahnsinnige Professor ist, dann gibt es zwei Geräte im Hintergrund. Das eine ist dieses Ding, wo diese... wo die Funkenstrecken aufsteigen und das andere ist ein Oszilloskop, wo halt auf diesem grünen Bildschirm sich Wellenformen dann zu sehen sind. Und mit dem Multimeter kann ich halt die Momentanspannung zum Beispiel messen, aber ich kann mir nicht anschauen von einem 1 Megahertz Sägezahn, wie dieser Kurvenverlauf ausschaut, etc. Das mache ich dann mit einem Oszilloskop. Gut, sonst Fragen? Sind wir hergegangen und wir haben einen Kondensator genommen, den haben wir aufgeladen an einer Batterie und dann haben wir in einer Widerstands-LED-Serienschaltung entladen. Und da haben wir gesehen, mit der Energie, die in diesem Kondensator drinnen ist, hat diese LED ganz kurz aufgeleuchtet. Und dann ist die Energie halt wieder verbraucht von diesem Kondensator.
wir wollen jetzt quasi so etwas Ähnliches machen, aber wir verwenden jetzt einen Transistor als Stromverstärker und damit sollten wir jetzt quasi erwarten, dass mit der Ladungsmenge, die wir mit so einem Transistor, mit einem Kondensator speichern können, dass die viel länger reicht, um die LED am Leuchten zu halten, weil jetzt eben nicht die Gesamtenergie für die LED zum Leuchten aus dem Kondensator kommt, sondern nur ein kleiner Bruchteil. Und das verstärken wir dann mit dem Transistor, sodass mit dieser kleinen Ladungsmenge die LED deutlich länger bleibt. Schauen wir mal, ob wir das finden im Block 28, was wir da gemacht haben. Genau, das war diese Schaltung hier. Da hatten wir diesen Schalter, wenn ich den einschalte, dann leuchtet die LED und der Kondensator lädt sich auf. Und wenn ich dann diesen Schalter öffne, dann glimmt die LED irgendwie noch kurz nach, weil eben in diesem Kondensator Energie gespeichert ist und diese Ladung, die damit assoziiert ist mit dieser im Kondensator gespeicherten Energie, die fließt dann als Strom über die LED und bringt die halt noch ein bisschen weiter zum Leuchten. Und das hat eben für, weiß ich nicht, eine Sekunde oder so hat das noch kurz nachgeleuchtet und dann war der Zauber schon wieder vorbei. Welche Schaltung schauen wir uns jetzt an? Jetzt haben wir hier unseren Kondensator. Wenn wir jetzt diesen Schalter schließen, laden wir natürlich den Kondensator und wir erlauben einen Stromfluss in die Basis von diesem Transistor hinein und bei der Mitte wieder hinaus. Nicht? Das wäre dann dieser Kreis, den wir hier schließen. Und natürlich, wenn wir hier einen Basis-Emitterstrom haben, dann lassen wir damit einen Kollektor-Emitterstrom zu. Das heißt, quasi als Schalter ist das hier so geschlossen und damit kann dann hier ein Strom fließen, der diese LED zum Leuchten bringt. Wenn wir jetzt diesen Schalter öffnen, haben wir was Ähnliches wie vorher. Dass hier der Kondensator auf die Spannung geladen wurde vom geschlossenen Schalter. Da ist jetzt Energie gespeichert, da ist Ladung drin gespeichert, der Strom wieder abgegeben werden kann. Und die fließt jetzt, dieser Strom fließt hier aus dem Kondensator heraus, über den Widerstand, die Basis-Emitter-Strecke von dem Transistor und dann halt hier wieder in den Kondensator zurück. Das heißt, wir haben hier einen Stromkreis, der hält den Transistor offen. Und damit leuchtet weiterhin die LED. Und zwar immer noch über diesen großen Stromkreis. Das heißt, jetzt kommt die Energie für die LED nicht aus dem Kondensator, die kommt aus unserem Netzteil, was wir angeschlossen haben, aus unserer Spannungsquelle. Die Energie aus dem Kondensator wird nur verwendet, quasi als Informationsträger, um diesen Transistor noch etwas länger offen zu halten. Gut, schauen wir uns das an. Das ist diese Schaltung hier. Jetzt brauche ich ein Kamerakind. So. Das ist es, hier. So. Kondensator fehlt natürlich noch. So. So. Dieses. Wo? Ja, auf der Rechnung. Ach so, meinst du? Man kann ja auch die Kamera. Okay, aber ja. Ja, also vor allem ist es nicht die Bild. Hast du irgendwie so von oben, was zieht mir den ganzen Aufbau? Genau. Also, wir ignorieren mal diesen Transistor hier. So, wir ignorieren diesen Transistor hier in den Widerstand, der gehört zu einem späteren Experiment. Die Schaltung ist fast gleich, da habe ich keine zweite aufgebaut, sondern die verwenden wir wieder. Hier ist unser Transistor. Da ist die LED und der strombegrenzende Widerstand für die LED und da ist der Basiswiderstand für den Transistor. Und das ist unser Kondensator. Wenn ich jetzt hier diesen Kontakt schließe, also dieses Drahtstückchen hier da oben einstecke, dann lade ich natürlich diesen Kondensator und erlaube hier einen Stromfluss
von meiner Plusversorgung durch diesen Widerstand in die Basis von dem Transistor. Das öffnet das dann den Transistor und dann leuchtet die LED, weil dann halt hier der Strom so durchfließen kann. Und so wie ich ja wieder abstecke, kommt immer noch Strom aus dem Kondensator, und solange der Kondensator Strom liefern kann, solange wird diese LED weiter leuchten. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns an, wie lange das dauert, im Vergleich zu diesem vielleicht eine Sekunde, die das letzte Mal gedauert hat, mit dem gleichen Kondensator. Den habe ich jetzt nicht verändert. Und so, die LED schaltet sich nicht sofort ein, sondern fährt auch langsam rauf, weil er den Strom von dem Kondensator abgezogen hat. Naja, also grundsätzlich hast du recht, aber es gibt keinen Ladewiderstand für den Kondensator. Das heißt, da wird quasi so viel Strom, wie die Quelle nur hergeben kann, mal am Anfang verwendet, um schlagartig diesen Kondensator aufzuladen. Eine Sache, da habe ich überhaupt keine Probleme, das für unsere Experimente zu machen. Wenn man jetzt eine echte Schaltung baut, echt im Sinne von, das will irgendjemand produzieren, Millionen von Stück, und das soll dann zigtausende, zehntausende, hunderttausende Betätigungen halten, dann überlegt man sich Dinge wie zum Beispiel einen Ladewiderstand, der das begrenzt, damit er nicht irgendwie so viel Energie auf einmal auf ein Bauteil einwirkt, sondern dass das irgendwie gemütlicher geladen wird. Jetzt laden wir das sehr, sehr brutal, sprungartig, direkt aus der 9-Volt-Batterie. So. Was passiert, ist es mal eingesteckt. Jetzt ist der Kondensator bereits geladen. Es fließt ein Strom hier, dieses Kabel, entlang in diesen Punkt hier und über diesen Widerstand in die Basis von einem Transistor. Das ist ein bisschen blöd. Der Basisanschluss von dem Transistor ist hier unter dem Transistor sozusagen. Und das hier ist Kollektor-Emitter. Und das öffnet jetzt die Kollektor-Emitter-Strecke und die LED leuchtet. Und jetzt stecke ich das Drahtstück wieder ab. So. Und wir schauen jetzt, wie lange das jetzt noch weiter leuchtet. Nur. Na, 3 Tage nicht, aber man sieht schon, es dauert deutlich länger als das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, das Experiment sehr oft gemacht, damit man da wirklich genau sieht, dass es da einen Versatz gibt zwischen ich stecke ab und dann geht die LED aus. Ah, schon langsam wird es hier ein bisschen dimmer. Wir sättigen jetzt nicht mehr den CCD von der Kamera. Ein bisschen leuchtet es immer noch. Also wir sehen, schon langsam erklären wir jetzt mal diese LED für aus, sie klingt noch ein bisschen vor sich hin. Aber wir sehen, das hat deutlich länger gebraucht, einfach weil jetzt nicht die Energie aus dem Kondensator die LED zum Leuchten hat bringen müssen. Sondern wir haben nur die Energie aus dem Kondensator gebraucht, um diesen Transistor offen zu halten. Und da reicht eben ein ganz, ganz kleiner Steuerstrom. Und man könnte das jetzt noch viel, viel weiter ziehen, indem man diesen Widerstand größer macht. Ich habe jetzt nämlich einen viel, viel größeren Phasenstrom verwendet, als das eigentlich notwendig wäre. Aber wir wollen ja nicht morgen noch da sitzen, bis da die Hand abfällt vom Kamera halten, sondern etwas haben, was einfach nur zeigt, offensichtlich wird da der Strom irgendwie verstärkt, weil wir wissen vom letzten Mal, dass die Energie aus diesem Kondensator bei dieser Spannung nicht reichen kann, um eine LED so lang am Leuchten zu halten. Gut, das war unser Experiment. Danke. So. Meinst du, oder kleineren kleineren Kondensator? Ja. Ja, aber das ist ja das Interessante, dass das der gleiche Kondensator wie das letzte Mal ist. Ja, wenn man R2 hier hingegeben hätte. Ja, das war halt nicht gescheit gewesen, weil sich nämlich die Basis in Mittelstrecke von diesem Transistor wirklich wie eine Diode verhält. Das heißt, da hätten wir dann einen Spannungsabfall von vielleicht diesen üblichen 0,6 Volt. Wir hätten diesen Kondensator dann auf genau diese 0,6 Volt geladen. Dort wird es dann stabil sein, und wenn wir dann den Schalter öffnen, dann wären wir eigentlich schon genau an dem Punkt, wo der aufhört, Strom aufzunehmen, und dann wäre es dann sehr, sehr schnell ausgegangen. Ja. Und so wird, wenn das eine 9 Volt Quelle ist, dieser Kondensator ja auf die vollen 9 Volt geladen.
und dann begrenzt dieser Widerstand nur den Basisstrom, aber nicht die Spannung, auf die der Widerstand geladen wird, auf der Kondensator geladen wird, sondern der geht dann eben voll auf die Versorgungsrail drauf. Gut. Sonst Fragen? Gefährden hätte man den Transistor nicht können, wenn man das jetzt umgekehrt macht. Nein. Weil das eben die Spannung genau gleich ist. Genau. Wir hätten hier diese 0,6 Volt immer noch und wir hätten immer noch diesen Widerstand als strombegrenzendes Bauteil drinnen gehabt. Wir hätten halt nur den Kondensator nicht weit genug geladen. Wenn der Kondensator durch irgendwelche anderen Maßnahmen auf 1 Volt geladen wird und dann kann man schon, genau, also wenn ich jetzt quasi einen geladenen Kondensator nehme und den direkt an die Basis-Emitterstrecke von einem Transistor anschließe, dann kann es sein, dass da zu viel Energie daherkommt und der Transistor kaputt wird. Weil eben eine Eigenschaft von diesen Transistoren nicht nur ist, dass ein sehr kleiner Basisstrom ausreicht, um ihn zu öffnen, sondern auch, dass die einen sehr großen Basisstrom nicht wirklich wollen, dann werden sie kaputt. Leider sehr schnell. Und das kann halt mal passieren. Ne? Wenn wir wirklich den R2 darauf gegeben hätten, dann gehen wir davon aus, wir hätten eine höhere Spannung gehabt. Eine höhere Versorgungsspannung? Hier, höhere Versorgungsspannung. Dann hätte es theoretisch, weil der Kondensator ja im Einschaltmoment ja Kurzschluss wirkt. Naja, wieso nicht? Weil wenn R2 da oben ist, ist es kein Kurzschluss mehr. Ja, aber die Kollektor-Basisstrecke hätte uns vielleicht durchschießen können, oder? Nein. Die Kollektor-Basisstrecke, das hier? Ja. Die hätte sich nicht wirklich verändert dadurch. Was hat denn eigentlich so ein Transistor für Sperrspannung? Oder was haltet der eigentlich aus? Also in der Kollektor-Emitter-Strecke. Ja. Das hängt ganz vom Transistor ab. Aber also so 50 Volt ist ein üblicher Wert, von dem man schon mal ausgehen kann. Und dann gibt es natürlich viele Transistoren, die deutlich höhere Spannungen in der Kollektor-Emitter-Strecke sperren können, je nach Anwendungszweck. 1000 Volt? Ja, im Kilovolt-Bereich auch. Okay. Das habe ich schon mal gesucht für ein Experiment. Da muss man ein bisschen mehr suchen und hat man auch nicht mehr allzu viel Auswahl, wie schnell der Transistor genau ist und so. Aber Kilovolt gibt es. Und für irgendwelche super Spezialanwendungen sicherlich auch welche, wo halt der Schwerpunkt wo ganz anders liegt und dann ist die maximale Sperrspannung auf der Kollektor-Emitter-Strecke nicht mehr so groß. Also gerade bei Transistoren, die in irgendwelchen Verstärkern verwendet werden, ist das oft kein Thema, weil die ja nie wirklich sperren sollen, sondern immer nur ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark offen sein sollen. Aber also wenn mir jemand einen Transistor hinhält, der in keinem besonders obstrusen Gehäuse ist, nicht alle die Bauteile gibt es auch so groß wie ein Kühlschrank und so, aber halt so ein kleines Bauteil, dann sagt das ein unbekannter Transistor, rate, was die Kollektor-Emitter, die maximale Kollektor-Emitter-Spannung ist und dann gewinne ich halt was, wenn ich es richtig habe, dann würde ich sagen, naja, vielleicht so 50 Volt. Also das wäre quasi mein erster Guess in dieser Situation, aber das heißt nicht, dass das automatisch heißt, wenn ich irgendeinen Transistor in der Hand habe, dann wird das 50 Volt sein, sondern halt zur größten Abstand. Diese Basis-Emitter-Sperrspannung? Basis-Emitter-Sperrspannung, du meinst, wenn man das umdreht? Richtig, wenn zum Beispiel irgendeine Spannung zurückkommt. Sozusagen. Ja, das müsste ich im Datenblatt nachschauen von dem Transistor. Da hätte ich jetzt auch gar keinen Guess. Ich weiß nur, dass die Durchbruchsspannung von der Basis-Emitter-Strecke deutlich kleiner ist als die von einer ganz normalen Schaltdiode, aber eine Zahl kann ich jetzt so aus dem Bauch heraus nicht sagen. Aber diese Dinge stehen alle in den Datenblättern von diesen Chips, und das ist von den Bauteilen, und das ist auf jeden Fall, was ich auch empfehlen würde, dass man sich mal diese Datenblätter anschaut. Und ich weiß viele Dinge, die in den Daten drinnen stehen, das wissen wir noch nicht, wo man das zuordnen kann. Also das nächste Mal werden wir zum Beispiel anfangen, und Sie kennen die Felder aus den Daten, die wir anschauen. Aber solche Sachen, da schaut mal im Datenblatt nach und dann weiß man das. Eine Frage, wenn ich nur alle Größen kenne, die der Schaltung vorkommen, bis auf den Widerstand R2 und den Kondensator, und ich die LED quasi eine bestimmte Dauer zum Leuchten bringen
wie mache ich das am besten durch Ausprobieren, dass ich dann irgendeinen Kondensator nehme und den dann Widerstand mache? Oder geht es relativ leicht? Also du kannst natürlich ausprobieren, das ist immer eine Option. Und was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du es einfach simulierst an einem Schaltungssimulator. Oder du kannst es dir auch ausrechnen, weil wir haben uns diese RC-Ladekurven angeschaut, wie wir die Kondensatoren gemacht haben, die Formeln sind im Buch. Das ist halt noch ein bisschen schwieriger, weil halt in dieser Endladestrecke diese Basis-Emitter-Diode drin ist. Wenn du eine Schaltung machen möchtest, sodass du es möglichst einfach ausrechnen kannst, aber die quasi die anderen Bauteile nicht so wichtig sind, dann kannst du den Kondensator nehmen und parallel zu dem Kondensator einen vergleichsweise kleinen Widerstand und einen viel größeren Basiswiderstand. Dann ist nämlich diese ganze Basisstrecke hier egal, der Strom ist vernachlässigt verkleinert, dann hast du eine ganz normale RC-Endladekurve, wo man einfach die Formel aus meinem Skriptum einsetzen kann. Oder du gehst halt davon aus, dass dir dieser 0,6 Volt Drop nicht so wichtig ist. Du siehst, hast aber gesehen, es ist auch schwierig zu sagen, in dieser Schaltung, wann geht denn jetzt wirklich die Diode aus, die Delay? Die hat dann irgendwie angefangen, so ganz leicht noch zu glimmern und in diesem Zustand sich sehr lange zu halten. Das kommt einfach daher, dass wir hier diesen 0,6 Volt Diodendrop haben. Das heißt, ich habe quasi die Kondensatorspannung minus 0,6 Volt durch diesen Widerstand, das ist dieser Strom, der da fließt. Und wenn dann natürlich dieser Kondensator sehr nahe auf die 0,6 Volt entladen wird, dann fließt nur noch ein sehr, sehr kleiner Strom durch R2. Das heißt, der Kondensator wird nur noch sehr, sehr langsam entladen, aber dieser kleine Strom reicht immer noch aus, um den Transistor offen zu halten. Sprich, wenn man eine Schaltung haben möchte, wo man genau sagen kann, jetzt soll dann diese LED eine Minute leuchten und dann ausgehen, dann muss man sowieso hier noch einen parallelen Entladewiderstand machen. Der bewirkt dann nämlich, dass wir über diesen 0,6-Punkt sehr schnell drüber gehen, weil wir dann ja hier gegen 0 Volt entladen und nicht gegen 0,6 Volt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu viel Information war. Okay. Sonst Fragen? Gut. Schauen wir weiter, haben wir da noch was? Ja, eine Diskussion, aber die haben wir eigentlich eh schon. Was ist der Vorteil von dem gegenüber der Schaltung vom letzten Mal aus Block 28? Genau, ich komme theoretisch mit einem viel kleineren Kondensator aus oder andersrum mit einem gleich großen Kondensator kann ich eine sehr lange Leuchtdauer erzielen. Das ist eigentlich der praktische Vorteil. Die Schaltung vom letzten Mal war nett, um zu demonstrieren, dass in diesem Kondensator Energie gespeichert ist und dass eine Leuchtdiode energieeffizient genug ist, dass sie mit der Energie aus dem Kondensator so ein bisschen kurz leuchten kann. Aber damit irgendwie eine Gangbeleuchtung machen, die dann halt irgendwie 2 Minuten lang leuchtet, wenn jemand seine Wohnungsschlüssel sucht, da bräuchte ich irgendwie solche Kondensatoren. Das war halt irgendwie unwirtschaftlich. Und auf diese Art und Weise kann ich das Problem umgehen, weil ich dann nur noch wenig Energie brauche, weil ich eben zum Offenhalten des Transistors bei weitem nicht so viel Energie benötige, wie um eine LED zum Leuchten zu bringen oder leuchtend zu halten. Ja, das ist der große Vorteil von dieser Schaltung. Was ist der Nachteil? Man braucht einen Transistor. Man muss wissen, was ein Transistor ist. Also, ja. Aber das ist das Schicksal in der Elektrotechnik. Die Sachen werden immer besser, immer komplizierter. Man muss immer mehr wissen, damit man die Sachen machen kann, die sich eh jeder erwartet, dass das ganz einfach ist. Nicht? So ein Ganglicht, das kann doch nicht schwierig sein. Gut. Noch Fragen?